Mission. Die Welt auf Wanderschaft. In die USA bin ich mit Kojoten gekommen. So nennen wir die Schlepper. Ich bin mit meiner Tochter gereist. Zuerst im Flugzeug nach Guatemala, dann weiter mit Zügen, Bussen und Lastwagen. Wir haben Flüsse überquert mit Ruderbooten. Wir waren 13 Tage lang unterwegs. Ich war blond, als ich nach Österreich gekommen bin. Aber ich hatte nie das Gefühl, als ich ein Kind war, so bis zu meinem 8., 9. Lebensjahr, dass ich hier als Migrant oder Ausländer wahrgenommen werde. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich ein Nomadenherz habe. Es war mein schönster Tag in meinem Leben, als ich das Flugzeug bestieg mit einem Einfachticket. Geschichten von Migration, von der Suche nach einem besseren Leben, von Entwurzelung, von Abenteuer. Migration hat viele Ursachen und viele Gesichter. Migration ist so alt wie die Menschheit selbst. Vor 60.000 Jahren begaben sich die ersten Menschen auf Wanderschaft über Kontinente und Meere, und sie tun es bis heute. Doch im noch jungen 21. Jahrhundert erscheint es uns, als sei plötzlich die ganze Welt auf Wanderschaft. Ana war seit fast 4 Jahren nicht mehr in ihrer Heimat Bolivien. Die 44-Jährige hat schon mehrere Stationen hinter sich. Argentinien, USA. Vor mehr als 15 Jahren kam sie schließlich in die Schweiz. Sie lebt illegal in Basel, als sogenannte Sans-Papier. Ihre Tochter blieb in Südamerika. Sie war 6 Jahre alt, als ich sie zurückgelassen habe. Die ersten Jahre habe ich sehr gelitten, weil ich das erste Mal so lange von ihr getrennt war und von meinem Mann und meiner Familie. Aber ich musste hierher kommen, um zu arbeiten, damit ich meiner Familie Geld schicken kann. Als Putzfrau und Kindermädchen verdient Ana etwa 3.000 Franken im Monat. Hier zahle ich meine Miete, mein ÖV-Abo. Das kostet mit Essen und allem vielleicht 1.500 Franken. Und alles, was übrig bleibt, schicke ich meiner Familie. Ihr Mann lebt in Bolivien und kann nicht arbeiten. Er leidet an einer Niereninsuffizienz und muss 3-mal die Woche zur Dialyse. Er, mein Enkel und meine Tochter sind von mir abhängig. Ana ist Wirtschaftsmigrantin, eine, die auszog, um das Überleben ihrer Familie zu sichern. Damit gehört sie der größten Gruppe innerhalb der Migranten an. Jenen 90%, die migrieren, weil sie den Wunsch haben, ihren Lebensstandard zu erhöhen. Doch halten unsere Wirtschaften dem Migrationsdruck stand? Ist auf unseren Märkten genug für alle da? Viele Ressentiments in der Bevölkerung nähren sich aus dem Verdacht, dass Migranten uns etwas wegnehmen. Zum Beispiel Arbeitsplätze. Nun, ein Mythos ist, dass die Anzahl der Arbeitsplätze konstant ist und dass Migranten immer dazu führen, dass einheimische Arbeitsplätze verlieren. Das ist völliger Unsinn. Die Anzahl der Arbeitsplätze hängt davon ab, wie viele Menschen in einer Ökonomie sind. Das heißt, Migration führt dazu, dass der Arbeitsmarkt sich vergrößert und dass der Arbeitsmarkt sich dynamisch entwickelt. Das mag durchaus dazu führen, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als die Menschen, die zu uns kommen. Der deutsche Ökonom Christian Dustmann ist selbst Arbeitsmigrant und lehrt am University College London. Seit über 30 Jahren erforscht er die Effekte von Migration. Er kennt auch das klassische Narrativ vom Zuwanderer, der es sich in den europäischen Sozialnetzen gemütlich macht. Migranten kommen zu uns, um zu arbeiten. Und wenn wir in ein anderes Land gehen, dann ist das eigentlich auch, um zu arbeiten. Es ist also von daher oft sehr an der Wirklichkeit vorbei, zu behaupten, dass Migranten in europäische Länder kommen, um eben Sozialtransfers zu beantragen. Das mag teilweise richtig sein, aber in der Regel ist das sicherlich sehr falsch. Gerade das Beispiel Großbritannien zeigt,
Ökonomische Realitäten und das Empfinden der Bevölkerung klaffen oft weit auseinander. Seit der Ostöffnung 2004 sind die Polen zur größten fremden Bevölkerungsgruppe im Vereinigten Königreich angewachsen. Eine Tatsache, die bei den Einheimischen auf viel Widerstand stößt. Das Begrenzen der Zuwanderung war der Hauptgrund, warum eine knappe Mehrheit der Briten im Sommer 2016 für den Brexit gestimmt hat. Nun hat die europäische Migration seit 2010 in Großbritannien sicherlich nicht zu negativen Auswirkungen geführt, sondern hatte starke positive ökonomische Effekte. Trotzdem wurde das von der Mehrheitsbevölkerung als etwas wahrgenommen, was man nicht mehr wollte und was man abstellen wollte. Das zeigt, ein rationaler Umgang mit dem Thema Migration ist schwierig. Emotionen wiegen in der Debatte schwerer als Fakten. Das weiß auch der Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar, der an der Uni Hamburg lehrt. Zuwanderung wird von den Effekten her ganz sicher überbewertet, gar keine Frage. Aber natürlich ist Zuwanderung eines der Themen, das für einzelne Teile der Gesellschaften durchaus von höchster Bedeutung ist. Und das zeigt eben, dass zwischen makroökonomischer, gesamtwirtschaftlicher Ebene und sozusagen mikroökonomischer Betroffenheit riesige Differenzen klaffen können. Makroökonomisch, also gesamtwirtschaftlich gesehen, führt Migration fast immer zu Leistungssteigerung. Doch mikroökonomisch betrachtet können Einzelne in der Aufnahmegesellschaft durch Migration auch unter Druck geraten. Was sich sehr schön zeigen lässt, ist, dass diejenigen, die zuwandern, zuallererst diejenigen sozusagen herausfordern und in dem Sinne eine Bedrohung sind, die vergleichsweise auf der unteren Stufe der Qualifikationsliste stehen, die vergleichsweise gering qualifizierte Tätigkeiten ausfüllen, die vergleichsweise auch schlecht bezahlte Jobs innehaben. Das hat eine gewisse Logik. Das hat nicht mal so viel unmittelbar mit den Qualifikationen der Zuwanderenden zu tun. Das können vielleicht sogar sehr gut Qualifizierte sein. Aber einmal vielleicht, weil sie die Sprache nicht sprechen, weil sie die Voraussetzungen, um einen höheren Beruf ergreifen zu können, nicht erfüllen, nicht das richtige Zeugnis haben, nicht das richtige Diplom, die Anerkennung der Abschlüsse nicht gewährleistet ist, kommen dann eben diese vergleichsweise gut Qualifizierten in Konkurrenz mit den schon hier lebenden vergleichsweise gering Qualifizierten. Migration kann man aber auch als Beweis für die wirtschaftliche Prosperität von Aufnahmegesellschaften interpretieren. Denn Migranten gehen dorthin, wo es Arbeit gibt. Die Migrationsforschung unterscheidet bei den Auslösemechanismen für Migration zwischen Push- und Pull-Faktoren. Die Push-Faktoren wirken in den Herkunftsländern und treiben deren Bewohner zur Auswanderung. Wie etwa politische Instabilität, Existenzängste, Perspektivenlosigkeit. Als Pull-Faktoren wiederum werden jene Schlüsselreize bezeichnet, die von den Zielländern ausgehen. Zum Beispiel, wie groß die bereits im Land vorhandene Diaspora ist, ob es den Zuwanderern Sicherheit bieten kann und allen voran Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg. Es ist die Aussicht auf Arbeit, die Mehmet Aslans Eltern aus der Türkei nach Wien führt. In den 1980er Jahren braucht die boomende Wirtschaft in Österreich billige Arbeitskräfte. Die Türkei kann sie liefern. Die Wirtschaft heißt die Gastarbeiter willkommen, die Gesellschaft weniger. Aufgewachsen in einem jener Stadtteile Wiens mit dem höchsten Ausländeranteil, kommt der Heranwachsende beim Spielen im Park kaum in Berührung mit Einheimischen. Ich war tagtäglich hier, habe mich tagtäglich mit meinen Freunden hier getroffen, habe hier Fußball gespielt, Fußball spielen gelernt, bin auch ziemlich oft auf die Fresse gefallen hier, ja. Wenn ich den Park als Beispiel nehmen würde, bin ich gar nicht mit der österreichischen Kultur in Berührung gekommen, weil es waren fast gar keine österreichischen Kinder hier im Park. Ich weiß ganz genau, dass sehr viele Familien ihre Kinder nicht hier in den Park gelassen haben. Wahrscheinlich, weil so viele ausländische Kinder waren. Dann hat man Fußball gespielt, Türken gegen Jugoslawen und so weiter. Ich habe nur gewusst, ich lebe in Wien, in Österreich, aber im Park war ich durch und durch Türke. Je älter Mehmet wird, desto mehr fühlt er sich als Fremdkörper in einer Gesellschaft, in der er zwar gestrandet ist, aber nicht dazugehört. Ich habe immer wieder Sätze gehört, die eigentlich als Kompliment dienen sollen. Wie zum Beispiel, ja, du bist ja kein typischer Türke. Du bist ein moderner Türke, du trinkst Alkohol. Ich war damals schon 25, habe
mindestens 15 Jahre österreichische Staatsbürgerschaft gehabt. Keiner hat mir gesagt, du bist ja kein Türke, du bist eigentlich ein Österreicher. 2011 fasst Mehmet den Entschluss, zurück in die Türkei zu ziehen. Migration is a story of change. Migration ist eine Geschichte der Veränderung. Zum Beispiel eine Sprache zu verlieren. Die meisten Enkelkinder der Migranten sprechen die Sprache ihrer Großeltern nicht mehr. Also gibt es das Gefühl des Verlustes von Traditionen oder selbstverständlichen Wahrheiten. Deshalb ist es so kompliziert und deshalb regt es sehr stark den Konservativismus an. Denn wenn du im Begriff bist, etwas zu verlieren, klammerst du dich umso fester daran. Deshalb ist die erste Generation von Migranten oft viel konservativer als die Länder, aus denen sie kommen. Und deshalb sprechen wir plötzlich auch in der einheimischen Bevölkerung darüber, was holländische Identität ist oder deutsche oder französische. All diese Diskussionen machen deutlich, dass es ein großes Gefühl von Verletzlichkeit gibt, dass Veränderung in der Luft liegt. Europas Städte, ob Hamburg, Zürich oder Amsterdam, sind alle längst zu Zeitzeugen der Veränderung geworden. Menschen aus aller Welt haben sich niedergelassen. Sie haben Geschäfte eröffnet, handeln mit ihren Traditionen und gehen ihrem Glauben nach. Europas Zentren sind der Inbegriff von Multikulturalität. Ein Konzept, das der holländische Soziologe Paul Schäffer für irreführend hält. Man sollte verstehen, woher der Multikulturalismus kommt. Er kommt aus den 20er und 30er Jahren in Amerika. Es war das Credo jener, die die Idee des Melting Pots, des Schmelztiegels, nicht mittragen wollten. So gesehen ist es eine konservative Philosophie. Man sagt Menschen, sie können die gleichen bleiben, obwohl sie migrieren, dass sie ihre Traditionen beibehalten sollen. Aber das Gegenteil ist wahr. In seinem Buch Die Eingewanderten hält Schäffer ein Plädoyer für Konfrontation und Diskussion. Das Nebeneinander der Kulturen fördere Parallelgesellschaften und verhindere das Zusammenwachsen von Alt und Neu. Und das sei gerade in den Niederlanden zum Problem geworden. Hier leben insgesamt 3,7 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind rund 22% der Bevölkerung. Oft bringen sie aus ihrer Heimat völlig andere Wertesysteme mit. Wenn ich eine Schule in Antwerpen besuche, wo 80% der Schüler Kinder aus muslimischen Familien sind, und die Lehrer sagen mir, es sei sehr schwierig geworden, im Unterricht über den Holocaust zu sprechen, weil die Kinder sagen, das hat nicht stattgefunden. Es ist schwierig, im Biologieunterricht über Evolution zu sprechen, im Deutschunterricht über einen perversen, homosexuellen Schriftsteller wie Oscar Wilde. Die wollen das nicht hören. Es ist schwierig, Kinder in gemischte Schwimmkurse zu schicken, in Ferienlager und so weiter. Diese klaren Unvereinbarkeiten mit unserer liberalen Gesellschaft sollen vermehrt im Schulunterricht angesprochen werden. Gerade ist ein neues Lehrbuch erschienen, an dem Paul Schäffer mitgearbeitet hat. Es soll helfen, die niederländischen Schüler für die Themen Migration und Integration zu sensibilisieren. Migration als Geschichte von Verlust und Entfremdung. Ein Gefühl, das auch Rosa Frey gut kennt. Die Schweizerin lebt seit 10 Jahren in Ouarzazate, einer Wüstenstadt im Südosten Marokkos. Ich glaube nicht, dass Auswandern etwas ist, das jedermann tun sollte, weil es ist nicht nur positiv. Man gibt etwas auf, ein Stück von seiner Identität, man reißt die Wurzeln aus, wo man aufgewachsen ist. Man schwebt dann wie zwischen zwei Welten und das ist nicht immer einfach. Das Fernweh, die Sehnsucht nach der Fremde, war ein beständiger Begleiter von Rosa Frey. Bevor sie sich in Marokko niedergelassen hat, hat die 54-Jährige 2 Jahre in Indien gelebt. Für die Entscheidung, als alleinstehende Frau ausgerechnet in ein muslimisches Land auszuwandern, hat die Fotografin viel Unverständnis geerntet. Trotzdem hat sie hier gefunden, wonach sie gesucht hat. Es ist wie ein Friede und diese Ruhe der Menschen, die Ruhe der Landschaft, das hat mich berührt und angezogen. Ich habe mich aufgehoben gefühlt. Ja, in einer Weise angekommen.
Aber es ist auch lustig, die Marokkaner verstehen mich auch nicht. Wie kann man aus dem Paradies auswandern und nach Marokko kommen? Also es verstehen mich nicht sehr viele Leute. Aber das ist okay. Auf der Suche nach seinen Wurzeln hat Mehmet Aslan 2011 in Istanbul einen Neuanfang gewagt. In dem Land, aus dem seine Eltern stammen und in dem er geboren wurde. Das war echt ein gemischtes Gefühl. Ein bisschen Heimkommen schon, aber auch ein bisschen irgendwie ein mulmiges Gefühl. Weil ich war natürlich auch neugierig, was mich hier erwartet. Weil auch wenn ich jetzt das Land kenne, die Sprache kenne, die Kultur kenne, es ist ja doch sozusagen ein bisschen Neuland für mich. Mehmet ist auf Bleiben eingestellt. Er will sich in Istanbul niederlassen, versucht, sich einen Freundeskreis aufzubauen. Doch auch hier muss er mit Vorurteilen kämpfen. Ich habe versucht, in Istanbul Fuß zu fassen und habe mein Bestes gegeben. Ich hatte natürlich auch eine Beziehung, eine Freundin, die ich dann auch nachher geheiratet habe. Leider Gottes hat das nicht lang gehalten. Wir waren nur 10, 11 Monate verheiratet. Wir haben herausgefunden, dass wir einfach zu verschieden sind. Erst nachdem wir dann zusammen gewohnt haben. Als Türke aus Österreich oder als Türke aus Deutschland wirst du als Deutsch-Türke abgestempelt. Das hören die natürlich raus automatisch, weil du sprichst Türkisch jetzt nicht perfekt, mit einem leichten deutschen Akzent vielleicht. Dann sind dann schon Kommentare gekommen wie, kommst du aus Deutschland und so weiter. Das hört man schon aus dem Unterton irgendwie heraus, so herablassend. Und das ist in Istanbul, obwohl ich wirklich ziemlich gut Türkisch spreche, schon sehr oft der Fall. Und nach einer gewissen Zeit war es auch ein komisches Gefühl. Dann habe ich mich auch in der Türkei dann nicht wirklich 100% zu Hause gefühlt. Heimatlos, ganz einfach. Er sucht Mieter für seine Eigentumswohnung. Noch vor dem Jahreswechsel 2017 verlässt Mehmet seine Wahlheimat Istanbul. Laut offiziellen Zahlen der Vereinigten Nationen gab es im Jahr 2015 weltweit 244 Millionen Migranten. Die UNO spricht von 40% mehr als im Jahr 2000, von Massenimmigration und den historisch größten Wanderungsbewegungen. Der Brite Guy Abel betrachtet diese Superlative skeptisch. Er hat für das Wittgenstein Center der Wirtschaftsuni Wien die globalen Migrationsströme analysiert und kommt zu einem logischen Schluss. Die Zahl der Migranten steigt schon seit geraumer Zeit. Sie steigt aber in erster Linie deshalb, weil es mehr Menschen gibt. Wenn man also die Zahl der Migranten anschaut und die der Bevölkerung, dann bewegen sie sich parallel. Diese Quote ist ziemlich konstant über die Zeit. Global betrachtet migrieren prozentual nicht mehr Leute in der Bevölkerung als zu der Zeit, als wir angefangen haben, die Daten zu sammeln. Das war 1960. Damals gab es 3 Milliarden Menschen auf der Erde. Heute sind es 7,5 Milliarden. Doch damals wie heute sind nur 3% dieser Bevölkerung auf Wanderschaft. Nimmt man einen längeren Zeitraum als Bemessungsgrundlage, wird Migration sogar zu noch einem selteneren Ereignis. Innerhalb einer 5-Jahres-Periode sind es gar nur 6 von 1000 Menschen, die längerfristig Migranten bleiben. Migration ist zum großen Teil temporär. Zum Beispiel unsere Forschung für Großbritannien hat gezeigt, dass von den Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, nach 5 Jahren lediglich 60% noch im Land sind. Das heißt also, 40% sind wiederum nach Hause gegangen. Doch diese Botschaften werden selten transportiert. Stattdessen schlägt ununterbrochen jemand den Migrationsalarm. Es verwundert nichts, wenn die Bevölkerung die Thematik als Problematik empfindet. Europäische Umfragen haben ergeben, dass die Menschen den Anteil an Migranten viel zu hoch einschätzen. In allen Ländern hat das zu einer Überschätzung geführt, ganz erheblichen Ausmaßes. Eigentlich haben Menschen immer geglaubt, dass doppelt so viele Ausländer in ihrem Land leben, als das tatsächlich der Fall war. Tatsächlich zeigen Guy Abels Untersuchungen, die globale Migration in der Periode 2010 bis 2015 war insgesamt eher rückläufig. Ein konkretes Beispiel.
die Migrationsströme zwischen Süd- und Nordamerika. Dort, wo Donald Trump eine Mauer bauen möchte, sind die Zahlen in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Speziell mit Mexiko gibt es jetzt eine Phase, wo viele aus den USA zurückkehren. Die Nettomigration ist in Balance, wenn nicht sogar negativ. Es verlassen mehr Mexikaner die USA und gehen nach Mexiko als umgekehrt. Also macht es wenig Sinn, eine Mauer zu bauen. Wenn Trump wirklich wegen der Migration beunruhigt wäre, die größten Senderländer heutzutage sind China und Indien. Selbst wenn man die Flüchtlingsströme 2015-16 in die Statistik mit einfließen ließe, hätte das laut Abel keine relevanten Auswirkungen. Verifizieren lässt sich das aber erst in 5 Jahren, wenn er die nächste Periode ausgewertet hat. Letztlich führen gefühlte Realitäten in der Bevölkerung meist auch zu politischen Realitäten. Wenn die Menschen das Gefühl haben, es gibt zu viele Migranten, werden sie Parteien wählen, die diese Angst nicht nur ernst nehmen, sondern weiter schüren. Denn Angst ist in der Politik eine gefragte Währung. Je bedrohlicher die Situation dargestellt wird, desto größer das Bedürfnis nach Sicherheit. Es sind Populisten wie Trump oder Parteien wie AfD, SVP und FPÖ, die von der Problematisierung der Migration am meisten profitieren. Die haben eigentlich ein ureigenes Interesse daran, dass die Migrationspolitik scheitert und die Integration nicht gelingt, weil das ist das Thema, mit dem sie politische Aufmerksamkeit erlangen. Und sie sind diejenigen, die am allerwenigsten Interesse haben können, dass dieses Migrationsthema den Stellenwert erlangt, den es eigentlich faktisch hat, nämlich einen vergleichsweise geringen. Anna lebt als eine von geschätzt 75.000 Illegalen in der Schweiz. Etwa 4% der Ausländer sind sans papier. Ihre Bewegungsräume sind extrem eingeschränkt. Sie traut sich aus Basel nicht weg, denn würde sie kontrolliert, würde sie abgeschoben. In unserer Wohnung lautet das Gesetz, niemandem aufzumachen. Das gilt für alle Illegale. Wenn jemand klingelt, nicht aufmachen. Wir machen nur den Personen auf, die wir kennen oder die sich mit einem bestimmten Klingelzeichen zu erkennen geben. Du bist wie gefangen in einem goldenen Käfig. Ob illegal oder legal, spielt beim Ruf nach strengeren Kontrollen und weniger Durchlässigkeit kaum eine Rolle. Die jüngsten Ergebnisse einer europaweiten Studie haben ergeben, die Polarisierung schreitet weiter voran. Die Zahl derer, die gar keine Migranten wollen, ist von 11% im Jahr 2002 auf 20% im Jahr 2014 gestiegen. Und das war noch vor den großen Flüchtlingsströmen. Man muss die Ängste dieser Menschen sehr ernst nehmen. Eben auch, wenn diese Ängste nicht auf faktischem Wissen beruhen, sondern vielleicht teilweise irrational sind. Wenn man diese Ängste nicht ernst nimmt, führt das zu politischer Radikalisierung und die Kosten politischer Radikalisierung sind sehr, sehr erheblich. Doch was macht man mit Migranten und mit Flüchtlingen? Wie viele Fremde verträgt eine Gesellschaft? Und wie viele sind zu viele? It's a real moral dilemma. Es ist ein moralisches Dilemma. Wir müssen einerseits die Nöte jener berücksichtigen, die außerhalb unserer Grenzen sind. Aber wir müssen auch ein Auge haben auf die Bedürfnisse jener, die innerhalb unserer Grenzen sind. Darauf gibt es 2 einfache Antworten. Die einen sagen, die Nöte der anderen sind immer wichtiger. Die Populisten sagen darauf, unsere eigenen Bedürfnisse stehen immer an erster Stelle. Ich denke, beides ist falsch. Und der Mittelweg wäre, eine Balance zu finden zwischen den Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung und der humanitären Verpflichtung jenen gegenüber, die außerhalb der eigenen Gesellschaft leben oder außerhalb Europas. Gerade bei der humanitären Verpflichtung galt in Europa im Zuge der Flüchtlingskrise das Leitmotiv: andere Länder, andere Sitten. Der verpflichtende Verteilungsschlüssel scheiterte am Widerstand der Osteuropäer. Und doch, wäre er nicht die offensichtlichste Lösung, um den Zustrom fair zu verteilen? Da macht man sich zu einfach. Unterschiedliche europäische Länder haben sicherlich unterschiedliche politische Konstellationen. Also der Druck, den die gleiche Wanderung
oder der gleiche Anteil relativ der Mehrheitsbevölkerung von Migration verursacht, möglicherweise für Polen oder für Ungarn, mag ein ganz anderer sein als der gleiche Druck für Schweden. Das muss man akzeptieren, denke ich. Da würden rigide Quoten eigentlich nur zu sehr viel Unheil führen. Ebenfalls einen Lenkungseffekt brächte wahrscheinlich die sogenannte Einwanderungssteuer. Der Zuwanderer zahlt quasi Eintritt in eine Gesellschaft und darf dafür an ihren Errungenschaften teilhaben. Dem Arbeitsmarkt, Gesundheitssystem, der Rechtssicherheit, dem Bildungswesen. Eine Einwanderungsabgabe hätte sehr, sehr viele Vorteile. Erstens, dass es auch bei der Aufnahmegesellschaft das Gefühl gibt, dass die Menschen, die kommen, für das, was an öffentlichen Gütern von der Aufnahmegesellschaft zur Verfügung gestellt wird, mit in die Finanzierungspflicht genommen werden. Das steigert Akzeptanz, das steigert das Bewusstsein von Fairness. Zweitens könnten Sie mit diesem Geld natürlich ganz gezielt auch die Integration weiter voranbringen. Das kann beginnen bei Sprachkursen oder anderen Integrationshilfen, die eben dann nochmal mithelfen, dass Integration gelingt. Sie hätten drittens die Möglichkeit, einen Teil des Geldes auch dafür zu verwenden, in den Herkunftsgesellschaften die Abwanderungsbereitschaft zu verringern. Und von daher gesehen ist das, denke ich, ein Pfad, den man durchaus intensiver weiter begehen sollte. Für viele Menschen würde das natürlich den Migrationsentscheid auch massiv verteuern. Doch irgendwie müssen wir Migration lenken, denn verhindern können wir sie mittelfristig nicht. Die Weltbevölkerung wird laut Demografen bis etwa 2070 auf geschätzte 10 Milliarden anwachsen. Und die Migrationsströme mit ihr. Ich treffe zu viele Menschen, die sagen, das können wir nicht kontrollieren, die Menschen kommen ohnehin. Aber ich glaube, die Idee, dass es außer Kontrolle ist, ist der kürzeste Weg zu populistischen Mehrheiten. Es gibt Grenzen. Wenn Liberale nicht über Grenzen und Limiten sprechen, dann werden die Illiberalen diese Grenzen definieren. Beim Brexit ging es darum, die Kontrolle zurückzubekommen, also die Grenzkontrolle, und eine Idee davon zu haben, welche Art der Migration man will oder eben nicht. Trump prahlt damit, eine Mauer zu bauen. Wie viele Zeichen brauchen wir noch, um zu verstehen, dass eine offene Gesellschaft auf eine liberale Art und Weise über Grenzen nachdenken muss? Wenn die Liberalen sich weigern, bin ich sicher, die Illiberalen finden Mehrheiten dafür. Hier steht einiges auf dem Spiel. Klar bin ich Bolivianerin und ich werde das auch immer sein. Aber es würde mir gefallen, Schweizerin zu werden, Papiere zu bekommen. Ja, das wäre toll. Wie sagt man, ich würde gerne Schweizerin werden? Nach 5,5 Jahren Istanbul kann ich sagen, ich bin glücklich, wieder hier zu sein. Ich fühle mich hier zu Hause. Vielleicht habe ich das mit Istanbul gebraucht, um herauszufinden, dass ich hierher gehöre. Fremd zu sein ist wie ein bekanntes Gefühl, weil ich habe mich irgendwie auch in der Schweiz fremd gefühlt. In die Fremde zu ziehen ist eine Suche nach mir selber. Ich habe mich in der Wüste gefunden. Sie sahen Migration, die Welt auf Wanderschaft. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop herunterladen.